Hey yo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute beschäftige ich mich nochmal mit dem i7 Laptop aus dem vorvorletzten Video für 25 Euro. Da haben ja einige Spiele nicht funktioniert, unter anderem auch Fortnite. Und das würde ich jetzt mal gerne beheben, weil es hat zu Anfang funktioniert, aber der ganze Epic Games Launch hat nicht funktioniert. Ich zeige es euch mal eben. Wenn wir den Laptop jetzt vor uns haben, möchte ich euch das noch einmal gerne präsentieren. Wenn man den Epic Games Launcher starten möchte, sagt er mir nach kurzem Laden: There's a problem with the graphics card, please show your card means the minimum system requirements and that you have the latest drivers installed. So, wenn wir jetzt aber in den Gerätemanager gehen, werden wir feststellen, aha, die Grafikkarte ist installiert und wird auch erkannt. Zumindest erwarte ich das jetzt, ohne jetzt wirklich nachgeguckt zu haben, aber es steht hier wirklich. Es tut mir leid für die helle Helligkeit hier. Es ist kurioserweise wieder so, das hatte ich ja bei dem 40 Euro i5 Laptop von Lenovo mit diesem MacBook-ähnlichen Style auch, dass irgendwann die Tasten für die Bildschirmhelligkeit nicht mehr funktioniert haben. Ja, und das ist ziemlich doof. Wenn ich das Spiel jetzt einzeln starten möchte, meckert er auch rum, dass es irgendein Grafiktreiberproblem gibt, aber der Treiber ist installiert und funktioniert auch, weil wenn ich jetzt Minecraft starten würde, das tue ich mal eben zu Demonstrationszwecken. Wollte eigentlich gezeigt haben, dass Minecraft funktioniert. Wir sehen auch, er benutzt unsere Grafikeinheit. Aber 10 FPS, das könnte eigentlich nur passieren, wenn man die Renderdistanz auf ganz weit hat. Aber, ups, Video. 12, das ist nix ist das. Und wir haben ja gesehen, ich habe ja jetzt so ja auch ein Video gemacht, dass Minecraft da mit 100 FPS lief. Warum haben wir jetzt 42? Wieso? Oder 54 FPS? Aber das war im Fullscreen, also wenn wir jetzt F11 drücken würden, hatte ich da 100 FPS. 100, 103, 102 oder sowas. 52 ist irgendwie ein bisschen wenig. Also, das wundert mich jetzt gerade. Hier die Let's Play Welt. Okay. Ja, nee, das läuft nicht so schön. Also scheint es da mit dem Grafiktreiber irgendwas auf sich zu haben. Vielleicht hat die Grafikkarte jetzt auf einmal auch einen weg. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir haben gesehen, 3D funktioniert wohl. CSGO hat ja auch geklappt. Ich glaube, Valley Benchmark würde hier auch oder hat hier auch nicht funktioniert. Sonst hätte ich das gezeigt. Weil er da auch gesagt hat, dass es irgendein Grafiktreiberproblem gab. Ja, KZ Video Mode. Wieso nicht? Ja, 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 ist ja gut. DirectX ist drauf, ne? Ja. Weil sonst wird CSGO ja auch nicht funktionieren. Oder Outlast. Und Resident Evil 2 als Demo gab es ja bei Steam mal. Ich glaube, die gibt es jetzt auch schon wieder. Passiert einfach nichts. Oder kommt irgendwie nach einer Stunde oder so eine Fehlermeldung. Also das ist ganz, ganz komisch. Jetzt habe ich gesehen, was hier? Es gibt Windows-Updates. Normalerweise helfen die nie, aber ich bin heute gerade mal zuversichtlich. Warum ist Steam jetzt schon wieder aufgegangen? Was soll der Scheiß? Ach so, weil Resident Evil. Ja, okay, hat aber nicht funktioniert. Brauche ich jetzt nicht anmelden. Okay, ich würde sagen, ich starte ihn jetzt einmal neu. Dann gucken wir gleich nochmal nach. Ich bin da zuversichtlich, aber ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Und dann probiere ich nochmal eine andere Sache. Und was ich noch gesagt haben wollte, beim Neustarten hat er das, dass eine Minute der Bildschirm so angezeigt wird. Das passiert ganz oft bei Laptops, die eigentlich für Windows 7 zugelassen sind, weil keine neuen Treiber mehr kommen. Da ist nämlich ULPS, der Ultra Low Power Stage oder Ultra Low Power State aktiviert. Den habe ich bereits deaktiviert, aber jedes Mal, wenn man einen anderen Treiber drüber bügelt, wird das wieder aktiviert und deswegen haben wir hier eine Minute nix. Aber danach fährt der PC ganz normal hoch. Man kann ihn eigentlich auch ganz normal benutzen, bis auf jetzt die Probleme mit dem Grafiktreiber. Und naja, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil der hat, Mann, oh Mann, der hat bei Cinebench, glaube ich, 400 oder 500 Punkte erreicht. Das ist gar nicht so schlecht, vor allem nicht für einen Laptop. Und dann hier die Grafikkarte, die ist so scheiße nun auch nicht, aber die bräuchte halt langsam mal Treiber-Updates. Also, vielleicht gibt es ja irgend so eine Gruppe, die sich darauf spezialisiert hat. Gibt ja auch Leute, die BIOS-Hacks bereitstellen, damit man anders oder besser übertakten kann. Ja. Und da fällt mir auf, ich habe den Fingerabdruckscanner hier noch gar nicht verwendet, aber wozu? Bei mir geht niemand an meine Sachen, ohne zu fragen. Ist noch nie passiert. Und das finde ich auch sehr gut. Und jetzt, nachdem er das Windows-Update gemacht hat, das hat 20 Minuten vielleicht gedauert höchstens, kann ich zumindest schon mal den Valley-Benchmark starten. Das ist jetzt die niedrigste Qualität auf 720p, da haben wir 23 FPS, hier mal ein bisschen mehr, weil man muss nicht, man muss viel anzeigen, aber so qualitativ hochwertig ist das jetzt auch nicht. Wenn wir aber jetzt mal auf Ultra gehen würden, dann braucht er wahrscheinlich eben eine halbe Ewigkeit, bis er das in seinen 1 GB Grafikspeicher kopiert hat. Oh, geht doch.
Ja, das ist nicht so lecker, 13 FPS. Ja, okay, dann machen wir das mal zu und probieren mal Fortnite, ob das jetzt klappt. Da unten ist das Epic Games Launcher Logo aufgeploppt. Oho! Ja, das hat funktioniert. Warum musst du jetzt ein Update machen? Das hat er doch alles schon gemacht. Das Spiel war fertig installiert, das weiß ich noch. Ich habe das Spiel fertig installiert, dann ist irgendwas passiert und dann wollte er den nicht mehr öffnen. Ja, was ein Teufelskerl. Jetzt muss ich alles nochmal runterladen. Die ganzen 10 GB. Aber ich glaube, Fortnite ist in Wirklichkeit größer, oder? Aha, das SSD ist langsam mal voll. 71 GB werden benötigt. Ja, okay, dann, ja, dabei können wir nochmal nachgucken. Die haben ja hier immer für eine Woche immer irgendein Spiel gratis. Die besorge ich mir dann immer und dann, Ja, siehst du mal. Und dieses Spiel gibt's auch umsonst. Wird sich auf jeden Fall, glaube ich, lohnen, da immer mal wieder reinzuschauen. Wir haben jede Woche irgendwie zwei oder ein neues Spiel. Mal schauen. Aber hier sind die 10 GB tatsächlich ein Update. Was ist denn nur mit den ganzen Leuten, die irgendwo auf dem Dorf wohnen, mit ihrer 4000er Leitung, wo nur 2000 ankommen? Da können die doch in der Zeit zur Schule gehen, bis das runtergeladen ist. Oder arbeiten oder sonst was. Aber das ist auch nicht optimal. Wir müssten hier eigentlich so 9 haben. Das WLAN ist vielleicht nicht so toll. Und dank eines circa 10 Meter langen LAN-Kabels von irgendeinem Zuschauer, was jetzt da hinten in meinem Switch drin ist, haben wir uns jetzt auch auf die 8, 9 Megabyte pro Sekunde gesteigert. Ne? Das ist eben der Nachteil bei LAN, bei WLAN. Aber ich musste das WLAN tatsächlich ausschalten, weil der trotz dieser Verbindung trotzdem noch mit dem WLAN verbunden war. Aber jetzt schwankt das hier wieder. Wieso das denn? Weil ja die Helligkeitseinstellung immer noch nicht funktioniert, möchte ich nochmal versuchen, den Grafiktreiber hier drauf zu installieren, den ich als erstes installiert habe. Sortieren wir das mal nach Änderungsdatum. Und das muss dann wohl dieser hier gewesen sein, weil ich den zusätzlich installiert habe. Habe leider gerade eine Kleinigkeit außer Acht gelassen. Wir müssen den Grafiktreiber erst vernünftig deinstallieren, weil es hier tatsächlich gar nichts bringt, einfach einen anderen Treiber drüber zu installieren. Weißt du, der fängt dann an und sagt dann nach 10 Sekunden, ja, ich bin fertig, hier kannst du, bitteschön. Ja, wir verwenden Verbindung zu Smart Screen. Was soll das denn? Ja, ich habe Internet ausgestellt, weil wir jetzt DDU, Display Driver Uninstaller, so heißt es, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, ausführen. Damit wir den AMD-Treiber hier komplett rausschmeißen können. Ja, ich weiß, wie das geht. Ja, ist mir egal. Ja, abgesicherter Modus. Ach, stimmt. Das sollten wir erst machen. Gut, dass er es sagt. Wollte ich eigentlich gemacht haben. Wir suchen hier bei Windows einfach abgesicherter Modus. Oder einfach nur abge. Gehen dann auf Jetzt neu starten. Dann gehen wir auf Problembehandlung. Erweiterte Option. Starteinstellungen. Und dann wollen wir hier einfach nur den abgesicherten Modus, damit er uns wirklich alle Grafiktreiber, die es so gibt, von AMD in diesem Falle, also wenn wir mehrere Versionen haben, oder auch generell, wenn wir bei einem normalen PC mehrere, vier ist das. Ja, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt einen normalen PC haben und die Grafikkarten ständig wechseln, ist bei mir nämlich so gewesen, da waren, glaube ich, 10 Grafikkarten oder sowas, also Treiber für 10 Grafikkarten installiert. Und das war, naja, es lief eigentlich alles. Die haben zwar gesagt, als ich mich bei Magix beschwert habe, ja, schmeiß die anderen Treiber alle runter, aber es lief danach auch nicht besser. So, was wollte ich sagen? Genau. DDU. Zack, zerab. Öffnen. Nicht umbenennen, bitte. So. GPU. Nvidia. Achso, das nur. Okay. Dann. Säubern und Neustart, säubern und keinen Neustart, säubern und herunterfahren. Wir machen säubern und Neustart. Das lassen wir jetzt durchlaufen, dann startet er gleich einmal neu und dieser abgesicherte Modus stellt sicher, dass wir auch wirklich alle Reste von diesem Treiber runterschmeißen können, sodass wir den ersten Treiber, mit dem ja alles funktioniert hat, was nämlich keine Beta-Version war, wieder verwenden können, sodass ich zumindest den Bildschirm wieder heller und dunkler machen kann. So, und jetzt sind wir fertig. Treiber ist fertig installiert. Er hatte eine Fehlermeldung und zwar, dass er die Gaming Evolved App nicht installieren wollte oder konnte. Aber das ist mir persönlich egal. Ich suche mir lieber selber aus, welche Auflösung und so ich zum Spielen benutze. Vor allem, hiermit wird wahrscheinlich nicht oft gespielt, aber
es wäre eben möglich. So, und dann gab es ja noch das Problem beim Hochfahren, eine Minute schwarzer Bildschirm. Das liegt an dieser Einstellung. Man gibt hier unten einfach Rack Edit ein, geht hier oben auf Bearbeiten, auf Suchen und sucht Enable Ulps. Und das steht ja jetzt Daten hier auf 1. Rechtsklick, ändern und machen hier raus einfach eine 0. Das ist voll praktisch, dass man hier so ein Nummernpad hat, wollte ich nochmal gesagt haben. So, und da machen wir das Ding zu. Wir starten, wir starten den einmal neu. Aber das ist mir trotzdem zu lange. Da muss ich wohl nochmal ran. Ich, kleiner Hundeficke, habe vergessen, auf F3 zu drücken, um nochmal weitere Werte mit Enable ULPS auf 0 zu setzen. So, machen wir nochmal. Das muss auf jeden Fall anbleiben. Deaktiviert. Das muss anbleiben. Ja, okay. Jetzt habe ich alle Enable ULPS auf 0 gesetzt. Jetzt sollte das aber auch wirklich passen. Ich habe gerade noch mal in der Anleitung nachgeschaut und hier stand es auch genauso beschrieben. Aber das ist ein bisschen zu dunkel. So. Oh, und es schneit hier. Ja, ist gut. Okay. Einmal neu starten. Jetzt aber. Windows-Logo. Rödel, rödel, rödel. Ich finde es kurios, dass man mich hier die ganze Zeit im Display sieht. Ah, ja, perfekt. Also dran denken, alle Enable Ulps Werte auf 0 zu setzen, damit das klappt. So, und jetzt können wir ja nochmal Fortnite weiter runterladen lassen, per LAN-Kabel. Ich war gerade im Begriff, den 3D-Mark während des Downloads nochmal durchlaufen zu lassen, aber 5 FPS, das erinnert eher an eine Dia-Show, also, naja, da kriegen wir vielleicht 100 Punkte. Normalerweise hat eine halbwegs gute Grafikkarte heutzutage 15.000 Punkte. So ungefähr. Und das ist nur der Firestrike, also ältere Mittelklasse. Schade drum. Nebenbei höre ich noch meinen selbst kreierten Lo-Fi-House-Mix auf meinem Zweitkanal. Und da ist mir gerade eine Sache aufgefallen. Ich habe nach einem Wellendichtring geschaut für meinen Wagen. Und da oben ist ja der Plastikwellensittich. Die Dinger müssen wohl irgendwie miteinander verwandt sein. Ne, Karl? Ja. Scheiße, als hätte ich es gewusst. 1032 Punkte. Oder habe ich gerade 100 Punkte gesagt? Ja. Ja. Jedenfalls, schade drum. Ja, komm, dann testen wir nochmal Fortnite. Ja, Fortnite lief dann tatsächlich, wie wir auch hier jetzt einmal kurz sehen können. Da habe ich einmal mit der Kamera kurz gefilmt, weil ich da jetzt nicht großartig irgendwas anschließen wollte, damit man das sieht, aber so im Durchschnitt 24 FPS, maximal 50, minimal 3 FPS war ein bisschen marginal, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war auch nicht so schön zu spielen, weil es hier und da immer mal wieder gehakt hat. Und es gab tatsächlich auch Probleme, Fortnite zu starten, weil er dann gesagt hat, DirectX Level ist irgendwie oder muss mindestens 10.0 sein. Aber ich habe nachgeschaut, die Grafikkarte läuft mit DirectX 12. Das hat dann nach ein paar Neustarts und nach Aktualisierung des Grafiktreibers über den Gerätemanager tatsächlich dann auch geklappt. Fand ich total komisch. Was ich aber immer noch schade finde, ist, dass, weiß ich nicht, dass Grafikkarten so schnell altern im Gegensatz zu CPUs. Das ist jetzt ja auch keine Top-CPU da drin, aber habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ist wohl ganz in Ordnung. Und ja, irgendjemand hatte zu dem eigentlichen Video dazu auch geschrieben, oh, das ist keine 25 Euro mehr wert, bla bla bla, kannst froh sein, wenn du da noch irgendwas am Laufen kriegst. Ja, also ich arbeite damit wohl ganz gerne. Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man jetzt mit dem Laptop nicht spielt, sondern irgendwas anderes macht, was vielleicht Prozessorleistung braucht, Recherchen zu irgendwas und dann einfach zack, schnell da. Vor allem mit einer SSD kann man das Ding noch ganz gut gebrauchen und das reicht dann für die 25 Euro, die es da ja gekostet hat. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wird es, glaube ich, am Ende einmal gesehen haben. Oder wenn man hier jetzt so rechts oder da hinklickt, dann schiebt sich da so ein Stück auf und da ist dann das Video hoffentlich auch als Anmerkung dabei. Ja, man müsste da eigentlich einen anderen Grafikchip einbauen, aber ja, Treiber gibt es seit ein paar Jahren für das Ding nicht mehr. Und wahrscheinlich werden die meisten Spiele damit zwar laufen, aber auch nicht so super, wie sie es vielleicht tun könnten, wenn es noch aktuelle Treiber dafür gäbe. Sollten euch noch Sachen dazu einfallen, lasst es mich wissen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.